Hallo, es ist ein Puppis, ich bin der Jurassic Parker live aus Berlin. Wir sind heute eingeladen zum RBB-Sendezentrum in der Masurenallee für eine Live-Sendung, erzähle ich gleich noch. Aber ich habe die Weinhaus bei sich zu Hause abgeholt, die wohnt nämlich in Berlin. Und von der Weinhaus waren es dann noch 10 Minuten mit dem Auto entfernt. Geradeaus. Einfach nur geradeaus. Und ich habe mich verfahren. Verfranzt. Total an diesem Autobahnwirrwarr am Funkturm bin ich in die völlig falsche Richtung gefahren. Dann sind wir gerade auf der Arbeitsrichtung Potsdam gewesen. Und jetzt haben wir gerade gewendet und jetzt sehen wir schon wieder den Funkturm. Jetzt muss ich mich wirklich mal kurz konzentrieren. Das ist nämlich jetzt die Abendshow und es ist eine Berliner Unterhaltungssendung, die den RBB etwas jünger und knackiger gestalten soll. Rechts halten. So, und da bin ich heute eingeladen, weil nämlich, ach warum, das erzählt ihr euch später, wenn wir mal im Backstage sind, weil ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren. In 1,1 Kilometer rechts halten Richtung Messedamm und Messegelände. Es ist hier wirklich ein Graus, als Autofahrer hier die richtige Autobahn zu finden. Und auch ich fahre hier seit Jahren lang und trotzdem bin ich immer noch völlig verwirrt, weil hier die Stadtplaner wirklich einen Wirrwarr an Beton hinterlassen haben. Und das kann eigentlich niemand verstehen und nachvollziehen, wie hier die Straßenführung verläuft. Meine Güte, also wir wären so pünktlich gewesen. Reinhard, du weißt, ich bin gerne pünktlich. Ich weiß, aber es ist ausnahmsweise mal nicht meine Schuld gewesen. Das stimmt. Schlangen und die Scheiben. Ja, ich weiß es. Guck mal, Blähungen. Ja, guck mal, der Typ da drüben. Ja, ja, der guckt schon die ganze Zeit. Der freut sich auch über die Straße. Ja? Ja? Ja, ja, der freut sich. Ficker. Ja, der freut sich. Er hat schon einen halbirrigierten Schlafpenis. Einen halbirrigierten Schlafpenis. Also, da ist der Eiffelturm in Berlin. Das ist ICC nämlich. Das ICC ist, jetzt film mal mich, nimm mal dein Telefon weg. Das ICC ist nämlich ein leerstehendes, riesiges Kongresszentrum. Soll ich das mal kurz mit drauf? Ja, gerne. Das ist dieses hässliche Ding hier. Nein, ich finde, es ist ein wirklich großartiges Gebäude. Ich liebe das. Scheiße. Hier muss ich jetzt rauf, aber jetzt kann man da gar nicht reinfahren. Ach, es sind so viele Parkplätze. Ach, hier kann ich jetzt nicht links. Befindet sich das Ziel rechts? Ja, ich weiß. Fernsehzentrum. Ziel erreicht. Wo kann ich denn jetzt hier? Jetzt muss ich mit dem Theodor-Heuss-Platz rumfahren, oder was? I think so. Yes. Rein. Schakalaka Bang Bang. So, jetzt sind wir wieder Oberla. Da ist ein Parkplatz. Ja, hier sind ganz viele Parkplätze. Ist ja Wahnsinn. Hier Party jetzt immer, wenn ich nach Hause will. So, wir sind jetzt hier, meine Güte. Wir wissen noch nicht, wo der Eingang ist, wir wissen noch nicht, wo wir hin müssen. Aber da vorne sieht es laut der Weinhaus eingängig aus. Hier irgendwo wird ja auch mal die Abendschau aufbezahlt. Ach ja, guck mal da. Und, sorry. Ich würde ja so gerne mal die Katrin Böhme treffen. Die Katrin Böhme von der Abendschau. Das ist die Blonde? Das ist die Blonde Ältere, ja. Ich mag die Katrin Böhme auch. So. Habe ich dich gerade gestoßen? Ja, mit den Leberwurstfarbenen Reifen. Oh, was ist denn da? Sehr niedrig. Okay, sehr niedrig. Oh, okay. Hi. Okay. Ach, wir haben uns so verfahren. Hallo. Ich bin Madeleine, ich betreue dich heute. Hallo. Das ist meine Begleitung. Alles klar. Hi. Ja. Guten Tag. Hallo. Hallo. Schön, ja. Du musst natürlich auch mal mit. Hast du seine Madame Glamour dabei? Ich habe jetzt immer meine Madame Glamour dabei. Das ist nämlich ein Parfüm von Lidl. Parfüm von Lidl? Ja, das ist so sehr hochwertig. Sehr, aber es riecht wahnsinnig, es riecht ein bisschen wie Chanel Nummer 5. Ne? Nee, ich finde, es riecht wie Mademoiselle Coco von Chanel, deswegen heißt es vielleicht auch Sandy die Madame, die Ach, das Mademoiselle. Das kann natürlich sein, weiß man jetzt nicht so genau. Das ist übrigens die Einuhr, dreh mal, mit der habe ich mich zusammen gedreht, weshalb wir heute hier sind, aber das seht ihr nachher auch noch. Ich muss mir erstmal die Nägel machen, Weinhaus. Was denn? Guck mal hier, guck mal. Gucken. Das würdest du dich mit Schlamm einreiben. Ja, das ist ja. So Heilschlamm. Heilschlamm für die Nagel. Meine Augen stehen. Ja, ja, wir meinen. Am Anfang sieht man. Ach, das ist ja süß. Oh, das ist so, du bist ein Engel. Vielen Dank. Prost. Cheers. Weihnachtsmann, kannst du jetzt während ich mir die Nägel mache? Mach ich mal eine Runde mit euch. Eine Runde. Also,
Das Schöne beim RBB ist auch, dass dann extra für Transvestiten so kleine Häppchen gereicht werden. Die passen mit einem Haps in den Mund. Das heißt, die Lippen gehen dabei nicht kaputt. Hier kann man dann nochmal seine Hände waschen oder den Penis. Da kann man auch Fahrstuhl fahren, wenn man möchte. Also falls man mal irgendwie im Bein behindert ist, geht es auch elektronisch und mechanisch nach oben. Und hier ist jetzt die Turnhalle vom RBB. Da dürfen dann die Moderatoren auch einfach mal so ein bisschen körperliche Betätigung machen, bevor sie raus dürfen. Also werden die auch fett, ne? Will ja keine fette Moderatoren. So, hier ist dann fürs Aerobic, für lange Beine. Und maximale Bodenbelastung 500 Kilogramm, also für Ingeborg wäre dann hier schon mal Schicht im Schacht. Und da oben, da dürfen dann die RBB-Gäste rein. Da hinten ist auch ein Ausgang, also der RBB hat auch Ausgänge. Da sind auch Toiletten, gleich nochmal Lulumus. Schön. So, und jetzt weiß ich auch eigentlich gar nicht mehr genau, wo ich herkam. So, hast du alles gezeigt? Auch die Moderatoren-Turnhalle. Die Moderatoren-Turnhalle hast du auch schon gezeigt. Ja. Dir mal das Studio zeigen. Gerne. Kannst du das sehen? Ja. Dann können wir auch mal mit dem Tod sprechen. Ja. Und dann. Wie war dein Name noch? Madeleine. Das ist die Madeleine. Die genau. Madeleine ist meine Betreuerungsfrau. Nein, genau. Gehen wir einmal durch. Entschuldigung, Gegenverkehr. Da durch. Genau, einmal durch. Wo gibt es jetzt hier das Kokain? Wenn, beim Fernsehen koksen die doch immer alle Weinhaus. Nur die Heidi. Oh. Ah. Vorhang möchte ich auch mal haben. Hier ist dann auch immer Madonna, wenn sie bei euch zu Besuch ist. Hier ist die Madonna immer. Und die Lady Gaga. Das ist gar nicht so schlecht. Das muss man in die Schuhe. Bitte? Ja. Deichmann. Ja, ich glaube, ich habe die letztens gesehen in Rot. Weil sie sind ja bestimmt. Ja, in Rot sind sie total nuttig aus. Aber so sind die ganz. Also so die ganz ich habe die jetzt nochmal in Roségold. Und jetzt vielleicht mal das Haar. Und die sind tatsächlich dafür, dass sie so hoch sind und Stilettos sind, echt bequem. Oh, das ist gut. Ja, außer mit Strumpfhosen, da rutsche ich immer so drin. Aber ohne Strumpfhosen ist draußen gerade ein bisschen kalt. Aber die sind ganz hübsch. Aber ich glaube, in Schwarz mit Gold gab es die nur online. Ja, bestimmt. Ja. Weil ich habe nur blaue und rote gesehen. Fiel mir gerade so auf. So, jetzt wurde ich gerade verkabelt. Das heißt, ich habe jetzt eine Stimme. Da seht ihr, kleines Mikro. Und ich stelle dir jetzt mal kurz vor, das ist der Seifert. Der eigentlich 1,90 groß ist, sich aber vorkommt wie ein Zwerg. Na sag mal, wie kommt das denn? Du moderierst heute, wo ist denn die Britta? Die Britta ist, glaube ich, noch in der Maske oder versucht, ihre Texte zu lernen, was ich schon aufgegeben habe, das zu machen. Ach so. Deswegen, bei mir hat es keinen Wert, sie versucht es, glaube genau. ich, noch. Ja. Dann viel Glück für die Sendung. Ich freue mich sehr auf dich, ja, auf sie, ich, auf uns. Pst. Wir sitzen uns. Wir sitzen uns. Ich freue mich sehr auf Sie. Freue ich mich. Dann jetzt arbeite mal irgendwas. So, Weinhaus. Ich bin jetzt bereit. Ich habe den Vertrag unterschrieben. Ich habe aber nicht meine Seele verkauft. Warum? Weil man das nur beim Privatfernsehen machen muss. Beim Öffentlich-Rechtlichen verkauft man nicht seine Seele. Schwein gehabt, was? Schwein gehabt, zum Glück. Also habe ich meine Seele schon oft genug an ProSieben verkauft. Sag mal, ich sehe heute wieder wahnsinnig süß aus. Ja, du siehst süß aus, aber du fängst hier oben bereits an zu bröckeln. Was? Das ist ein kleines Loch. Tatsache. Ja, ne? Oh, ich muss echt meinen Bauch entziehen. Das ist die Paillette, ist von Lidl. Das ist aus der Heidi Klum Collection von Lidl. Hat mir mein Mann bestellt. Oberteil 7,95, Rock 6,95. Muss man erstmal nachmachen. Das ist ein Zweiteiler. Der wächst auch mit. Und wenn ich den Bauch nicht einziehe, zeige ich euch auch nochmal. Sehe ich so aus. Weinhaus. Ach, der Monat, ne? Warte mal. Ja, und hier sind die beiden für Sie. Eine Höhe Grüßen. Und Jurassica Parker. Kommen Sie ganz zu uns. Sie sehen toll aus, meine Liebe. Bitte hier lang. Guten Tag. Hallo, hi. Guten Tag. Sehr schlechten Gaben. Ja. Ich danke für Gaben. Da waren Sie fast weg. Ja. Haben Sie sich da vorhin im Film eigentlich mit Haarspray angesprüht? Ja. Im Gesicht, damit die Schminke besser hält? Ja. Das mache ich unten jetzt auch immer. Muss ich vielleicht mal sagen. Ja, unten in der Maske beim RBB. Das fällt jetzt doch ganz auf.
und eine Maske beim RBB. Okay, verstehe. Oh, mir ist selten was peinlich. Ja. Toll. Das ist ja jetzt ein bisschen so. Herzlich willkommen. Ja, nee, aber das, ja, das hält hervor, man schwitzt dann am Gesicht vorbei. Ah, ja, das gut. Ist ganz dann toll. Läuft das gleich in den Rücken runter zum und ist Beispiel, weg. Ja, ja, okay, ja. Gut, ja. Das merke ich mir. Wie merkwürdig war das für Sie, mit Jurassic Parker durch die Stadt zu laufen? Man wird ja ständig angestarrt, oder nicht? Ja, die Blicke sind sehr groß. Alle gucken, aber es ist interessant, wie die Leute drauf reagieren. Manche reden halt, wer ist denn das, wer ist denn das? Sie sagen das so mit so einem Leuchten in den Augen, aber Sie haben ja auch gesagt, Sie hatten sehr konservative Eltern. Was hätten Ihre sehr konservativen Eltern gesagt dazu, dass Sie mit Jurassic Parker unterwegs sind? Hätten die komisch geguckt? Ach, die hätten nur geguckt, also großartig irgendwie was dazu gesagt hätten. Und wenn Sie gesagt hätten, das ist meine neue Partnerin? Da weiß ich nicht, wie sie drauf reagiert hat. Also wir haben sehr schön. Frau Parker, Sie sind das erste Mal mit 25, glaube ich, auf eine Party gegangen, so als Drag-Queen verkleidet. Ja, 24, 25, glaube ich, in dem ja. Dreh. Und wann das erste Mal auf die Straße? War das ein... Das gehört eigentlich immer mit dazu, dass man ja vorher, muss man ja auf die Straße, um irgendwo hinzukommen. Jo, das ist logisch, okay. Ja. Und heute, wie ist es so in Neukölln? Gibt's das, haben Sie da auch ein paar schlechte Erfahrungen gemacht oder sind die Leute Man, es wird schon mal hinterhergerufen, irgendwie blöde Transe, sowas. Also. Ja, es passiert schon, aber mein Gott, es gibt besoffene Leute draußen, die halt Büro rumpöbeln. Es wird mir manchmal hinterhergerufen. Also. Blöde Transe. Unfreundlich. Ja, oder? Ja, das ist ganz schlimm. Aber generell ist mir noch nie was wirklich Schlimmes passiert. Ich glaube, weil ich so groß bin. Und da haben die Leute Respekt vor mir. Und deshalb, glaube ich... Könnten Sie auch zurückschlagen, falls was passiert? Haben Sie ein Training gemacht? Ich habe mich noch nie gekloppt. Sie haben beide angekündigt, dass Sie noch zusammen ins Schwutz gehen. Ist das passiert inzwischen? Nein. Leider noch nicht. Nein. Gut, und? Aber machen Sie? Irgendwann kommt es. Wenn die Zeit da ist. Ja. Wir haben gerade Ihre Eltern angesprochen, aber ich möchte auch mal Ihre Eltern ansprechen. Also was haben Ihre Eltern eigentlich gesagt, als aus Mario Olszynski Jurassic Parker wurde? Das war ja ein Prozess. Also Sie wissen es. Ja, natürlich. Ja, na klar, die sind meine größten Fans. Die kommen auch in meine Shows oft, sofern sie können. Und die haben am Anfang natürlich, mittlerweile mache ich das seit 15 Jahren, Bedenken gehabt. Ist das der richtige Beruf so? Weil ich habe ja auch mal was Richtiges gelernt. Und Kommunikationsdesigner bin ich eigentlich und komme aus der Werbebranche. Ja, das ist vom Kotzen. Und... Und jetzt finden die das toll und die merken ja auch, dass man damit auch Geld verdienen kann. Und, ja, Sie sagen, man kann Geld verdienen damit, aber ich meine, so, wir haben diese unterschiedlichen Welten, wir haben diese unterschiedlichen Welten gesehen. Ja. Also Sie sind ja sozial abgesichert, Sie ja eher nicht, oder doch? Nein. Wünschen Sie sich das manchmal vielleicht doch so was Eigenes, Privates, wo ich ein gesichertes Einkommen habe, raus aus dem wilden Nachtleben, man wird nicht jünger? Nachtleben raus auf jeden Fall, auf die Dauer geht das nicht. Ansonsten, ich glaube, ich würde es nicht aufgeben wollen. Auch wenn man manchmal wirklich zu Hause sitzt und denkt, oh Gott, wie soll das die nächsten Wochen klappen? Aber es wird auch immer wieder besser. Man gewöhnt sich auch einfach dran, an die Unsicherheit. Vielen Dank. Ja? Vielen Dank an Aino Güven und an Jurassic Parker. Ja. Wir sehen uns nachher alle im Schmutz. Sehr gerne. So, meine Güte, das ist jetzt schon meine Abmoderation. Ich bin jetzt auch schon gar nicht mehr beim RBB, sondern ich bin jetzt schon gleich am Mehringdamm, weil ich habe die Weihnachts schon wieder zu Hause abgesetzt. Und ich bin jetzt schon wieder am Mehringdamm, weil ich nämlich heute auch noch die Premiere von Nüttengucken bei Jurassic Parker am Rauschgold habe. Denn heute startet leider auch irgendwie die 300. Staffel von Heidi Klums. Schönes Sextop-Model. So, von daher, zum Glück vertritt mich Gitti Reinhardt heute und wir moderieren jetzt zusammen weiter. Es ist jetzt 21.30 Uhr und ich glaube, die Sendung geht jetzt noch 2 Stunden. Also von daher ist noch genug Zeit und dann nehme ich euch jetzt mal mit. So, jetzt sind wir schon am Mehringdamm, da vorne ist das Rauschgold. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob da viele Leute sind. Beim Opening ist es ja eigentlich immer relativ voll. Normalerweise sowieso sind die Nutten eigentlich sowieso immer voll. So, jetzt gucken wir mal. Boah, es ist schon wieder wahnsinnig beschlagen. Guckt mal. Okay. Warte mal. Warte mal, warte mal. Oh Gott. Oh, oh. Oh, oh. Warte mal. Ja, okay. Gitti. Gitti, ich bin da. Ich bin so froh. Ich habe sogar einen Parkplatz gefunden. Meine Güte, so viele Menschen hier. Hi!
Sharing is caring.